Im Frühwetter hatte ich euch die Modellextreme von gestern gezeigt und es ist nicht besser geworden mit den Extremen. Die gehen auch heute wieder weit auseinander. Außerdem fokussieren wir uns jetzt mal ein bisschen auf den Sturm bzw. den Wind rund um den Freitag. Grüße Sie und grüße euch. Es wird ein Sturm werden an der Nordsee und auch an der Ostsee, so wie es derzeit aussieht. Grund dafür ist ein Tief, das uns über der Ostsee überqueren wird und sein sogenanntes Windfeld und der Jetstream verlaufen über den Norden Deutschlands. Und hier sind die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks, die sind eng aneinander gedrängt und je enger die liegen, desto windiger wird es. Außerdem werden hier Luftmassen ausgetauscht, da kommt vorübergehend kühlere Luft herangezogen mit Kaltfronten und in diesen Kaltfronten gibt es noch eine zusätzliche Böigkeit, wenn noch die Fallwinde dazukommen in diesem ohnehin schon sehr ruppigen Wind. Und wenn wir mal reinzoomen in die Wetterkarte, hier für Freitag 2 Uhr in der Nacht, dann haben wir diese Linien, die weißen, das sind wieder die Isobaren am Boden und diese schwarzen Linien, das sind die Linien in der Höhe und die sind relativ gleich auf und wenn die gleich auf sind, dann haben die nochmal zusätzlich Schwung, wenn das alles in eine Richtung geht. Hier ist die 552er, das ist der Jetstream, der genau hier über den Nordosten verläuft. Und diese Linien dahinter wiederum, das sind die Temperaturen in 5,5 Kilometer Höhe. Da kommt auch noch Höhenkaltluft an mit Schauern, vielleicht auch Gewittern, was das Ganze zusätzlich ruppig macht. Los geht's mit dem Wind am Donnerstagmorgen. Da erreicht das Windfeld die deutsche Nordseeküste, den Norden Schleswig-Holsteins und auch die westliche Ostseeküste mit Spitzenböen von über 50 Kilometer pro Stunde. Das lockt hier niemanden hinterm Ofen hervor, das ist einfach normaler Wind, der aber dann deutlich zunehmen wird. Am Donnerstagmittag haben wir das Windfeld von der Nordsee kommend schon mit Sturmböen und das erreicht uns dann am Abend einerseits an und auf der Nordsee sowie an der Ostsee und das Windfeld an sich zieht weiter ins Binnenland. Da wird es ganz schön ruppig werden und das ist mit dem Wind nicht so, dass da mal eine Windböe kommt und dann ist es wieder ruhig, sondern es wird die ganze Zeit über fauchen und heulen und das erste bunte Laub an den Bäumen wird runtergerupft werden. Ist eine ziemlich unangenehme Angelegenheit, vor allen Dingen auf den Autobahnen und gerade mit den Brücken, wenn man mit dem Auto oder dem Brummi unterwegs ist. In der Nacht auf Freitag verlagert sich dann das Windfeld unter Verstärkung, wohlgemerkt, nach Osten rund um Mecklenburg-Vorpommern. Besteht die Gefahr von Spitzenböen von um und über 100 Kilometer pro Stunde. Und in einem Bereich der Kaltfront mit einem Schauer oder einem Gewitter kann es da auch mal den ein oder anderen Baum umhauen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein ganz schön heftiges Ding. Und überhaupt haben wir in der Nordosthälfte den kräftigsten Wind. In der Südwesthälfte ist es deutlich gemäßigter. Am Freitagmorgen schwächt sich der Sturm an der Ostsee ab. Es bleibt aber insgesamt sehr ruppig. Und am Freitagmittag ist eine weitere Abschwächung da. Es kommt aber ein neues Windfeld herangezogen von der Nordsee, das dann am Abend wieder die Nordseeküste erreichen wird mit Windgeschwindigkeiten von um und über 70 Kilometer pro Stunde in Spitzenböen, ebenso auf der Ostsee. Im Binnenland wird es in der Mitte schlagartig deutlich ruhiger. Schauen wir kurz aufs Wochenende. Der Samstagmittag ist und bleibt windig in der gesamten Nordhälfte. Das ist zwar nicht mehr stürmisch, aber trotz der relativ hohen Temperaturen ist es hier eben weniger empfunden spätsommerlich, sondern eher herbstlich. Und wenn wir jetzt noch auf den Sonntag schauen, da kommt eine neue Front herangezogen. Von den Niederlanden bis nach Belgien rein und in den Nordwesten Deutschlands haben wir wieder starken bis stürmischen Wind und das Windfeld breitet sich langsam südostwärts aus. Am entspanntesten ist es in den Alpenländern und im Südosten Deutschlands. Das europäische EZMWF-Modell macht das Ganze, was wir jetzt gerade gesehen haben, ein bisschen, aber auch nur ein bisschen schwächer. Da verläuft das Hauptwindfeld knapp nordöstlich von uns. Nichtsdestotrotz würde es hier sehr windig werden, aber da würden dann keine Bäume umstürzen können im Nordosten, weil die Windgeschwindigkeiten um rund 20 Stundenkilometer niedriger wären. Und das deutsche Modell Icon hatte mit dem Frühlauf etwas höhere Werte drin. Kontrollieren wir das Ganze mal anhand der Ensembles hier für den Norden Deutschlands. Da habe ich das Binnenland rausgesucht, nicht den Küstenstreifen. Da kommt der Wind ziemlich rasch angezogen. Der grüne ist das, was wir uns jetzt angeschaut haben. Der sogenannte Hauptlauf, der ist gut eingebettet. Da sind einige Läufe dabei, die gehen noch mal deutlich weiter nach oben. Es wird also für 3 Tage im Norden Deutschlands sehr ruppig werden. Dann geht es mit den Windgeschwindigkeiten wieder runter. Aber ganz so ruhig wie derzeit wird es wohl hinten raus nicht mehr werden. Und dann gibt es auch immer noch ein paar Ausreißer, die dann später nach oben gehen. Das muss nicht immer den Westwind bedeuten. Es kann
auch mal der Ostwind sein. Sehen wir gleich am europäischen EZMWF-Modell. Gehen wir vom Wind weg und schauen uns mal ganz kurz die Temperaturen an. Jetzt habe ich den sogenannten Sechserlauf genommen. Das ist das neue Modell, das gerade eingetrudelt ist. Es zeigt nämlich höhere Werte an fürs Wochenende. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe am Samstag. Über 10 Grad im Süden Deutschlands, unter 10 Grad im Norden. Hier wieder mit dem Wind. Und am Sonntag bleibt es im Norden bei unter 10 Grad. In der gesamten Südosthälfte sind es 10 bis 15 Grad. Was können wir theoretisch da drauf rechnen? Nehmen wir den direkten Modelloutput. Am Samstag sind es verbreitet unter 20 Grad in der Nordwesthälfte oder im Nordwesten. In der Mitte und im Süden ist es wärmer. Spitzenwert habe ich mal hier reingetackert. 24 Grad im Südwesten, 25 Grad im Osten Österreichs. Kommt ungefähr hin. Da kann man örtlich 1, 2, vielleicht auch mal mit Föhneffekten 3 Grad draufrechnen. Am Sonntag liegen die Spitzenwerte, jetzt habe ich die Schweiz vergessen, sorry, auch bei 24 Grad, sonst im Südwesten Deutschlands und im Osten 24 Grad im Osten Österreichs. Bis zu 26 Grad an den Küsten sind es knapp unter 20 Grad. Es sind also spätsommerliche Temperaturen am Wochenende, die ab der Mitte nordwärts jedoch von jeder Menge Wind begleitet werden. Und am Sonntag kommen ja auch wieder einige Wolken dazu. Das ganz gemütliche Spätsommerflair wird das nicht werden. Schauen wir auf die Mittelfrist für den 30. September nach dem Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells. Gäbe es eine kräftige Südlage am Rande eines Tiefs, wo warme Luft herangezogen kommen würde, gleichzeitig aber auch die feuchte Luft des Tiefs wäre mild und windig im Osten mit Sonnenschein, im Westen mit Schauern. Wenn wir die Wetterlage mitteln, ist das Ganze so ein bisschen smoother. Das Tief liegt ein bisschen weiter draußen, eher eine Südwestlage in der Südosthälfte, recht sonnig und warm im Nordwesten, dann eher wechselhafter. Das europäische, noch die Temperaturen ganz schnell, hier Werte zwischen 5 und knapp 10 Grad in 1500 Meter Höhe, wäre also recht mild. Das europäische EZMWF-Modell sieht das Ganze ein bisschen ähnlich. Auch da wieder das Hoch auf dem Atlantik, das Hoch über Skandinavien und dem Baltikum liegt ein bisschen näher. Das Tief ist so ein bisschen mehr eingegrätscht. Ist schon wieder so eine ähnliche Wetterlage, wie wir es derzeit hatten, mit einer bodennah möglichen Grenzwetterlage. Wir haben zwar in 1500 Meter Höhe höhere Temperaturen als bei dem anderen Modell, aber bodennah käme die Kaltluft um dieses Hoch herum. Und der sogenannte Hauptlauf, um jetzt die totale Verwirrung zu stiften, des europäischen EZMWF-Modells, denkt sich, naja, da kann man doch eine retrograde Entwicklung rauszaubern. Bedeutet, dass wir nicht die Westkomponente haben, dass alle Systeme ostwärts ziehen, sondern genau umgekehrt, dass das Ganze nach Westen gedrückt wird. Demnach läge dann mit dem Hauptlauf das Hoch über dem Nordmeer. Es käme die kalte Luft herumgezogen und wir hätten ruckzuck eine kalte und vor allen Dingen zunehmend nasse Lage mit einem Tief genau über Mitteleuropa. Und dann wäre es zum Ausstieg des Septembers eben unangenehm, windig, regnerisch und kühl. So würde auch der Oktober einsteigen. Könnte man meinen, ist ja eine nette Idee. Jetzt kam aber das amerikanische GFS-Modell mit seinem aktuellen Lauf und hat sich gedacht, Freunde, wir machen jetzt mal einen auf totale Hitze. Und haben dieses Modell aus dem Hut gezaubert, beziehungsweise diese Variante. Damit möchte ich euch einfach nur zeigen, wie die Hochs sich so ein bisschen verschieben, was da dann für Sachen rauskommen können. Das Tief draußen auf dem Atlantik mit dem Hoch östlich von uns würde die mit Abstand wärmste Luftmasse bringen können, die es überhaupt geben kann. Hier hätten wir minus 10 Grad plus X in 5,5 Kilometer Höhe. Da wäre der Himmel so tiefblau, dass man meint, man kann bald die Sterne sehen. Und mit Wind gäbe es auch Durchmischung und unglaublich hohe Werte mit Rekordtemperaturen. In 1500 Meter Höhe wären es um und über 15 Grad. Auch das wird immer mal wieder berechnet. Eine solche Lage hatten wir beispielsweise Anfang Oktober 2006. Im Flachland war es da gar nicht so warm, aber zum Beispiel im Alpenvorland und im Bergland sind dann locker über 25 Grad drin mit einer unglaublichen Sicht, aber auch Sahara-Staub in der Atmosphäre. Das soweit der Mittelfristüberblick, was da werden könnte. Es ist tatsächlich momentan ein reines Gewürfel.
Ich breche da einfach so souverän die Sendung ab, habe aber noch zwei Grafiken. Einmal hier den 15 bzw. 16-Tage-Trend für den Nordosten Deutschlands. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Ich wollte doch noch kurz einordnen, wo wir die Modelle irgendwie hinstecken können. Es gibt einige, die gehen ganz, ganz, ganz weit rauf und viele, die sind gebündelt und bleiben dann in der Mitte bzw. beziehungsweise weit unten. Diese Ausreißer, die nach oben gehen, das sind Einzelläufe. Der große Rest ist eher gemäßigt. Und was die Niederschläge angeht, kommt da nicht allzu viel runter. Und im Südwesten Deutschlands liegen wir auch tendenziell um das langjährige Mittel herum mit Ausreißern, die nach oben gehen, aber doch vielen, die sich um das langjährige Mittel herum und darunter bündeln. Und auch wenn gewürfelt wird, gerade von den Modellen, die Richtung ist doch eher frühherbstlich und vor allen Dingen dann ab Ende September immer wieder mit Niederschlägen. Kann natürlich auch einerseits mit Luftmassengrenzen zu tun haben und andererseits auch mit dem, was das europäische EZMWF-Modell derzeit berechnet. Jetzt bin ich fertig.